So, das ist der vorletzte 200er bei den Siebenkämpferinnen. Mit Claudia Rath, Heather Müller-Koch, Caroline Schäfer, Barbara Nwaber und Anouk Vetter. Zwei Deutsche, zwei Amerikanerinnen und eine Niederländerin. Die Zeiten, die sie mitbringen, sind schon klar unter 24 Sekunden. Caroline Schäfer könnte, wenn sie in ihre Bestleistung, an ihre Bestleistung herankommt von 23,5, sogar die Zwischenführung übernehmen vor dem letzten Lauf natürlich, wenn dann die Allerschnellsten kommen. Also Schäfer in der Mitte, die Deutsche, womöglich auch die potenzielle Laufsiegerin, hat sich da schon an der Amerikanerin vorbeigeschoben, auch an Anouk Vetter. Ganz starke Kurve von Caroline Schäfer, erinnern wir uns. Im letzten Versuch gerade noch das Aus im Kugelstoßen vermieden und jetzt läuft sie hier einen tollen 200er und schließt ihn ab in 23,39. Neuer Bestleistung, ihre zweite nach der Kugel sogar. Schon inoffiziell fast 15 Hundertstel unter ihrem Bestwert und das heißt, da wird sie ganz weit vorn im Gesamtklassement am Ende des Abends heute des Tages aufscheinen. Sehr stark hier in der Kurve Caroline Schäfer, da kann gerade mal Anouk Vetter mithalten, die ...23-jährige Niederländerin. Offiziell sogar 23,37, ja, 16 Hundertstel Sekunden besser als je zuvor. Eine ganz starke Leistung von Caroline Schäfer, die damit ja, fast im Bereich hochgerechnet 6.600 Punkte unterwegs ist. Und das ist wohl schon die Garantie auf einen Podestplatz, wenn sie das in der Form fortsetzen kann. Für Sonntagabend. Auch Anouk Vetter noch mit Bestwert von 23,70. Das war jetzt schon sehr schnell. Und einen Lauf